Die Wien Holding ist ein großer, bunter Konzern mit über 75 Unternehmen in 5 Geschäftsbereichen aufgegliedert. Von der Immobilienentwicklung über all das, was wir im Logistikbereich machen, zur Kultur, zur Umwelt und den Medien. In vielen Unternehmen wird hier Lebensqualität für diesen Standort in Wien entwickelt. Das macht uns so einmalig und einzigartig. Mit 400 Millionen Euro Umsatz, 2200 Mitarbeitern versuchen wir alles, um hier wirklich die Besten zu sein. Sie sollten bei uns arbeiten, weil wir den richtigen Job in der richtigen Branche für Sie haben. Und das ist etwas, was ein anderer Konzern nicht so leicht sagen kann. Aufgrund dieser Buntheit, dieser Größe unseres Hauses gibt es eben die Möglichkeit, hier wirklich spannende Arbeitsplätze zu finden, die sicher sind, die gut entlohnt sind und die natürlich mit Kreativität ausgestattet auch die persönliche Weiterentwicklung fördern. Die Jugend ist für die Wien Holding der Gewinn von morgen. Heute gilt es hier, die richtigen Leute auszusuchen. An morgen und übermorgen müssen wir denken. Wir wollen die Nummer 1 in Wien bleiben und das geht nur mit Kreativität, frischer Kraft und viel Energie. Die haben die jungen Leute. Der Einsatzbereich im heurigen Jahr wird im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing sein. Das ist ein unglaublich spannender Bogen von der Inseratschaltung bis zu den strategischen Plänen, die den gesamten Konzern steuern. Hier gibt es Aufgaben, die strategischer Natur sind, die operativer Natur sind und deshalb, glaube ich, ein spannendes Betätigungsfeld für alle darstellen. Die Ausbildung ist die Grundvoraussetzung. Die Offenheit im Denken ein wesentlicher Faktor. Die Kreativität, um sich abzuheben vom Mitbewerb und das Ganze in einer teamfähigen Form, um das geht es und das brauchen die Damen und Herren. Die Wien Holding ist auch heuer wieder dabei, einfach aus dem Grund, weil wir tolle Erfahrungen gemacht haben. Die Damen und Herren der letzten Jahren haben sich bei uns wohlgefühlt und wir haben uns mit ihnen wohlgefühlt. Ganz besonders hervorheben möchte ich die Teilnehmerin im letzten Jahr, die Frau Zottler, die da einen starken Eindruck hinterlassen hat und die wir auch immer wieder gerne hier im Bereich der Wien Holding begrüßen.